Da ist ein Katapult. Können wir das hier erreichen? Ja. Zwei Leute, greift an. Hier geht es nur darum, das Katapult zu vernichten. Außerdem müssen wir ein paar Fronten endlich dünner machen. Und so versuchen sie die ganze Zeit, unsere Soldaten hier voll zu besetzen. Und das geht natürlich nicht. Wir müssen hier oben den ganzen Abschaum loswerden, damit die Gebäude hier letztendlich frei sind. Frei wie die Gedanken. Aber wir können hier nicht angreifen. Weil die Soldaten hier, oder weil hier jeweils nur ein Soldat drin steht, können die gerade keine Verbindung ziehen, bis diese Baracke gebaut ist. Wir haben genau genommen keine Soldaten gerade übrig, oder? Oder ist das Fenster gerade einfach nur lustig? Okay, wir haben das Katapult hier genommen. Wir haben einen Soldaten übrig. Was sagt die Inventur? Nein, die Inventur. Ja, wir können ein paar mehr Soldaten mehr gebrauchen, glaube ich. Setzen wir mal eine Eisenschmelze hier hoch. Okay, zunächst mal der Steinbruch hier kann weg. Aber hätten wir uns mal durch unsere ganze Post durch. Bettum wurde besetzt. Sehr schön, damit kriegen wir Dinge in Sicht. Feindliche Gebäude eingenommen, das ist sehr schön. Eingenommen. Wir können ein paar Gebäude einreißen. Zum Beispiel das hier. Können wir los. Es kann aber auch Angriff starten, oder? Hm. Ich überlege gerade, welche Gebäude wir einreißen können, um dadurch wieder ein bisschen Platz zu kriegen. Aber die, die wir haben, sind vergleichsweise weit auseinander. Das Kohlenbergwerk ist verbraucht. Das Kohlenbergwerk ist verbraucht. Gebäude eingenommen, Gebäude eingenommen. Wurden von einem Katapult beschossen. Keine weiteren Steinbestände, haben wir bereits geregelt. Unsere, so, dieses Vorkommen ist auch leer. Dann haben wir unsere Offensive hier oben gestartet. Ein weiteres verbautes Bergwerk. Nein. Ich weiß nicht, wo die Steinbestände waren. Also. Okay, die Baracke wird gleich besetzt. Unsere Front ist sehr, sehr stark gestreckt. Überlege, ob wir diese. Okay, die Festung können wir hier nicht angreifen. Das Katapult hat sich kurz mal darum gekümmert, dass hier das Gebäude verschwunden ist. Katapulte sind gerade eine gute Hilfe, um mit den meisten Gebäuden fertig zu werden, glaube ich. Wenn wir denn was damit machen können. Hier oben sehe ich gerade keine Katapultmöglichkeit. Hier theoretisch würde der vielleicht so weit schießen können. Direkte Flagge ziehen. Oder direkte Verbindung ziehen. So. Und so. Sehen wir hier eine Straße dazwischen, damit Soldaten es schneller rüber schaffen. Auch hier können wir theoretisch eine vielleicht direktere Straße ziehen, wenn das Spiel uns das erlaubt. Erlaubt es uns. Sehr schön. Denn wir müssen die Nachschubwege unserer Soldaten ein bisschen verkürzen. Hier oben wäre wichtig, dass das Gebäude vielleicht verstärkt wird.
Hier müssen wir halt wirklich nur die Verbindung gesetzt bekommen, damit wir hier oben wieder angreifen dürfen. Hier oben können wir Katapult gegen die Festung anrichten. Wir bauen Katapulte, gerade weil die sehr sparsam für unsere Soldaten sind. Wir sollten außerdem vielleicht in Erwägung ziehen, hier oben eine eigene Holz- und eine Steinproduktion sehe ich nicht unbedingt passieren, aber eine Holzproduktion vielleicht. Ah, die Leute schleppen das schnell genug rüber. Die machen das schon. Da vertraue ich einfach mal drauf. So, ich überlege nur gerade, ob wir irgendwie doch tiefer in die feindlichen Fronten gucken können. Wo verstecken die ähnliches Tor? Hier können wir einen Angriff starten. Greift an. Wenn wir das hier loswerden und das hier loswerden, dann können die Soldaten von hier aus nach Süden kommen. So. Dann stehen die hier nämlich nicht mehr unbedingt am Rand. Wenn wir hier dann einreißen, im Zweifel, dann haben die Leute überhaupt gar keine Front und können runterkommen. Da können wir die Gebäude hier Stück für Stück wegreißen, um Soldaten hier runter zu bekommen, wo sie nützlich sind. Katapult hier hat tatsächlich die Festung gerade gelöscht und hier eine Verbindung geschaffen. Mann, ich liebe Katapulte. Hast du überhaupt geschossen? Wahrscheinlich schon. Oder das Teil ist zerlegt. So. Die roten sind damit hier oben erstmal ausgelöscht. Ich bin jetzt am Überlegen, diese Gebäude hier einzustampfen. Und rot erstmal im Süden komplett auszulöschen. Ich glaube, das sollten wir machen. Diese Gebäude hier erfüllen nicht länger einen Zweck. Ich möchte gewissermaßen, dass sie komplett... Nein, weg mit der Flagge. Ich möchte, dass die Gebäude hier oben einfach komplett verschwinden. Damit wir hier ein bisschen Platz kriegen. Dann sind die Gebäude jetzt direkt dran. Dieses Gebäude zum Beispiel ist jetzt leer. Und die Soldaten von hier können jetzt wieder in die anderen Gebäude rüberquartiert werden, wo sie tatsächlich nützlich sind. So, die Theorie. Die Soldaten brauchen jetzt natürlich wahrscheinlich einen kurzen Moment, um sich zu überlegen. Moment, das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Ich nehme nicht an, dass wir eine Straße hier durchziehen können. Nein. Das hier reicht nicht für eine Straße. Und das hier auch nicht. Das ist einfach nur verletzend. So, unsere Soldaten rennen wahrscheinlich gerade in ein Lagerhaus zurück, bevor sie wieder positioniert werden können. Wir brauchen ein Lagerhaus hier irgendwo, damit solche Aktionen künftig schneller gehen. Hier. So. Baut da bitte eines hin. So, entlang der Straße mehr Flaggen. Damit wir auch wirklich guten Nachschub hier bekommen können. Diese Straße kann längst komplett weg. So, rot geht hier, ist hier schon mit dem Rücken zum Strand. Jeweils ein Angreifer sollte das regeln. Hier geht's halt nicht weiter. Wir könnten das hier theoretisch einreißen, aber dann müssen wir noch mehr voran. Wir können Straßen bauen. Wir können die endlich miteinander verbinden. Leute, ihr seid nicht länger alleine. Ihr seid nicht mehr alleine.
Stellt euch das vor. Nach all der Zeit der Isolation. Endlich wieder angebunden an unser logistisches Netz. Was sind Römer denn bitte ohne Straßen? So, dann Katapult. Um hier die ganzen Dinger wegzubomben. Das spart uns Soldaten. Ah, sehr schön. Das Gebäude ist nicht zerstört worden. Kriegt noch einen Soldaten los. Regelt das. Dann können wir später hier diese Front wegreißen. Und zumindest können wir uns dann an der Ruhe nach dahin bewegen. Wieso geht es zur Festung auf zwei Soldaten? Okay. Der geht da rein und geht einfach wieder. Weil dann sieht es ja woanders mehr gebraucht wird. Von mir aus. Ehrlich gesagt, hier oben möchte ich mal Offensive starten. Jetzt auch dann Katapulten. Und lass die Katapulte das regeln. Oh, zwei. Wollen ja nicht so sein. Da ist ja auch noch was am Leben. Okay, hier unten haben wir uns drum gekümmert. Weg damit. Das Gelände hat für uns keine Bedeutung mehr. Schön in die anderen Gebäude reinversetzen. Jetzt hat diese Festung hier halt gerade den Hauptangriffspunkt zu liefern. Unsere ganzen Bergwerke schon wieder leer. Hier wurde das Haus wohl nie besetzt. Der Schlosser niemals, die Schlosserin hat niemals angefangen zu arbeiten. Okay, jetzt das wird allmählich lächerlich, Leute. Folgendes. Verteilung. Queen geht noch ein bisschen runter. Ich glaub's ja nicht, dass diese Gebäude nie besetzt sind. Hier, zwei Bauernhöfe, niemals besetzt. Der hat einfach kein Material mehr. Entlassen. Die Minen sind auch leer. Also Minen halten hier wortwörtlich gar nichts aus. Endliche Ressourcen. Also Ressourcen sind manchmal ein bisschen lustiger hier in diesem Spiel, glaube ich. Werden vom Katapult beschossen? Davon sehe ich jetzt nicht so viel. Wir können aber bald unsere eigenen Angriffe starten. So, Bergwerk ist verbraucht. Und die Bergwerke haben wir uns bereits gekümmert. Keine weiteren Briefe. Gut, das hier wird lächerlich. Das muss jetzt enden. Katapult hier macht nichts. Schickt zwei Leute dagegen. Hier ist noch ein Katapult, das mir Sorgen macht. Schickt zwei Leute dagegen. Und schickt eine Person dagegen. Hier oben unterdessen. Sind hier irgendwo Katapulte, die uns Ärger machen? Da hinten. Aber es sollte hier kein wirkliches Problem sein. Da werden sich die Katapulte drum kümmern. Rot ist doch auch nicht mehr lange. Ist nicht mehr lange in dieser Welt. Danach können wir die ganzen Gebäude hier unten komplett leer räumen und die Armee nach oben bewegen. So, wir müssen auch ein bisschen... Da oben ist das Tor. Sehr schön. Einmal anschließen. Einmal darüber.
Einmal darüber. Das Gebäude kann eigentlich abgerissen werden. Keine Daseinsberechtigung. Das Gebäude kann abgerissen werden. Keine Daseinsberechtigung. So. Das Katapult hier hat auch keine Daseinsberechtigung mehr seit Ewigkeiten. Also weg damit. Das hier muss vernichtet werden. Wir kommen dem Tor damit schon ziemlich nah, aber das Katapult muss halt weg. Ja, man, das ist ein Lagerhaus. Oder? Dann will ich auch nicht, dass es existiert. So, haben wir noch irgendwo weiteren Platz, der freigeräumt werden konnte? Nicht im Moment. Greif das an, damit wir eine direkte Verbindung ziehen dürfen. Ich wünsche, wir könnten noch mehr beschleunigen als das, was wir gerade haben. Wir haben zumindest noch ein Goldwerk, das arbeitet. Nicht gespeichert zu haben, ist ein sehr guter Punkt. Das müssen wir natürlich sofort ändern. So. Ah, jetzt ist der hier unterwegs, um das zu regeln. Okay. Nimm das mal bitte ein. Wo rennst du hin? Tut sich ein bisschen schwer, mein Freund, oder? Mein Bruder in Christus, was tust du da gerade? Okay, der wollte einfach nur einen Spaziergang machen. Einen sehr frechen Spaziergang. Ein Lager ist fertig. Oh, sehr schön, gut. Daran bitte, danke. Straße direkt hier runterziehen. Wenn wir die Dinger nehmen, haben wir das Tor und dann haben wir gewonnen. Folgendes allerdings. Mach das bitte weg. Und hier können wir auch schon mal einen Soldaten losschicken, um Rot einmal endgültig zu vernichten. Oh, das war vielleicht ein bisschen sehr ambitioniert, wenn wir hier auf den feindlichen General treffen. Der scheinbar gerade gegen unseren ein bisschen am Gewinnen ist. Nein? Komm schon. Mit der Faust. Komm schon, Centurio. Du kannst das. Ja. Centurio ist halt einfach inkredibel. Oh nein, er hat noch einen Gegner. Er ist einfach inkredibilis, was will man dagegen sagen? Wir lassen da was stehen, der kann weg. Das war, okay, dann halt nicht. Dann reißt die halt komplett ein. Dann brauchen wir das Gelände hier nicht. Hier räumt der Zenturi kurz mal das Hauptquartier leer. Nein, er ist gestorben. Aber Rot kann nichts mehr tun. Angriff. Wir haben halt wirklich nicht mehr so viele Soldaten irgendwie übrig. Die müssen besetzt werden, damit die Katapulte anfangen drauf zu schießen. Hier sind ein paar Sachen kaputt gegangen. Hat das Katapult hier schon was gemacht oder sind sie davon einfach eingerissen worden?
wird eingerissen. Wir verlieren halt sehr, sehr viele Soldaten aktuell an Gebäude. Da kann gerade ein Soldat angreifen, schicken wir wieder einen Soldaten. Bis das Teil weg ist, dann können wir hier unten alles einstampfen und uns komplett nach Norden bewegen. Mit der Ausnahme von diesem Teil hier vielleicht. Jetzt müssen wir warten, bis die lustigen Steine rübergeliefert werden, damit die das hier wegschießen dürfen. Schicken wir da einen Soldaten hin. Wir können natürlich versuchen, hier noch ein Katapult aufzustellen. Schauen, ob das irgendwas tut, ob es rechtzeitig fertig wird. All dergleichen. So. Diese Straße benutze ich dann auch noch auf dem Flaggen. Die Sache ist natürlich, dass die Steine über Ewigkeiten transportiert werden müssen, nur um auf die Feinde geschmissen zu werden. Oh, hier haben wir das Gelände genommen. Wieso lebst du eigentlich noch? Schick den nächsten Soldaten. Ja, das Hauptproblem ist, dass wir hier hinten nicht genug Soldaten zusammenkriegen. Wir haben unsere Schmieden sind alle stillgefallen, weil wir... Kein Eisenerz. Ne, wir haben keine Kohle. Ja, wir haben keine Kohle. Ich nehme an, unsere Inventur sagt uns, wir ertrinken in Nahrungsmitteln. Aber alles andere ist eine Katastrophe. Ja. Genau das ist der Fall. Wir müssen ein paar Geomänner losschicken, um hoffentlich irgendwo wieder ein paar Ressourcen zu finden. Unsere ganze Wirtschaft ist zusammengebrochen, weil wir halt einfach keine Minen mehr haben. Sonst müssen wir das Zeug von hier her transportieren. Das wird ein Albtraum. Da hätten wir diese Baracke hier stehen lassen müssen. Denn aktuell sind unsere ganzen Soldaten verteilt über eine riesige Menge von Gebäuden. Und wir können nicht die Gebäude, die Truppen aus diesen Gebäuden hier komplett ausquartieren, oder? Nein. Das war eine nächste Generationssache. Da können wir Gebäude wortwörtlich sogar leer räumen lassen. Heißt, die werden natürlich, wenn sie angegriffen werden, sofort gelöscht, aber... Ah, was soll man machen? Nein, nicht Fahne abreißen. Fahne setzen, Straße ziehen, Geomann rufen. Dann gehen wir durch. Eisen wurde gefunden. Aber Kohle ist gerade wichtiger. Kohle wurde gefunden. Das ist sehr wichtig. Räumt leer. Noch mehr Kohle wurde gefunden. Ich schätze, das zählt noch. Noch mehr Kohle. Wir haben da so eine Wirtschaft, die möglicherweise ein bisschen Kohle braucht. Die hat möglicherweise ein bisschen gelitten. Dann wurde Eisen gefunden. Nehmen wir direkt mal mit. Kohle gefunden. Kohle gefunden. Wasser gefunden. Kohle. Wir haben dieses Gebäude eingenommen. Keine Briefe. Gut. Okay. Das ist immer eine ganze Menge Zeug.
In der Zwischenzeit lassen wir die... Oh, das Katapult hat hier schon eine Sache gelöscht. Da könntest du die andere Sache ja auch bestimmt noch löschen, nicht wahr? Deine werden gerade rübergeliefert. Okay, dieses Katapult wird es schon machen. Das hat da oben auch geregelt. Hui! Okay, es schlägt geschlossen diese Kollegen. Die treffen natürlich nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit. Was mit dem Gebäude hier passiert? Haben die das einfach eingerissen? Oder hat das Katapult das geregelt? Ich glaube nicht, dass das eine Reichweite lag. Haben wir oben Platz für ein Katapult? Ja. Theoretisch. Wir haben halt wirklich keine Soldaten übrig. So gar keine. Hier oben werden Soldaten frei, wenn diese Front hier nicht mehr steht. Dann können wir den ganzen Spaß hier einreißen. So, was findet der hier? Hauptsächlich Nieten. Hier sind auch keine Angriffe möglich, weil wir einfach nicht genug Soldaten in der Nähe haben. Es gibt nur diese Gebäude hier, die theoretisch für einen Angriff geeignet sind. Und sie sind alle auf... Er ist auf zwei Soldaten runter. Warum kannst du nicht angreifen? Bist du noch zu weit... Nee, du kannst nicht zu weit weg sein. Aber alle anderen sind das jedenfalls. Oh, Wasser, wie schön. Okay, Militär. Was, wenn ich sage, dass Verteidigung komplett runter geht? Wo kommt der nächste Steinslab? Da kommt der nächste Steinslab. Um die Leute ein bisschen zu maßregeln, für die Frechheit zu existieren. Das Katapult wird hier gleich drauf schießen. Und vielleicht hat dieses Katapult das... Nee, das haben wir ver... Hier war doch auch ein Teil. Das ist einfach zerstört worden irgendwie. Und hier oben ist alles weg. Gut. Geben wir Soldaten frei. Nein, keine Flagge. Weg damit. Kein Grund, das Gebiet hier noch zu besetzen. Wir haben diese Straße hier noch, das heißt, es gibt nicht mal einen Grund. Doch, hier gibt es noch einen Grund, weil das Gebiet jetzt relevant ist. Aber das Gelände hier oben ist jetzt komplett wertlos. Dieser Turm hier kann auch weg. Ja, hier haben wir noch Verbindungen. Das heißt, wenn wir den hier einreißen, dann bricht immer noch nicht alles zusammen. Dann verlieren wir nur die ganzen anderen Sachen hier. Die ganze Katapulte, von mir aus. Wir haben diese Straße hier und die ist, was zählt. Tut es uns allen in der Seele weh? Ja. Aber das ist vernünftig. Glaube ich. Die Bergleute sind unterwegs. Keine Sorge, Spiel. Kohle, Kohle, Kohle. Haben wir kein Eisen hier? Nein, hauptsächlich Kohle. Egal, wir brauchen Kohle. In riesigen Mengen. Halt. Die Straße hier allerdings brauchen wir nicht. So. Genau genommen brauchen wir diesen ganzen komischen Straßenabschnitt nicht mehr. Wofür existiert ihr? Wenn wir Nahrung hier hochbringen wollen, machen wir das darüber. Hier haben wir die Baracke wieder bauen lassen. Da ist auch ein Soldat unterwegs, um die zu bauen, damit wir die Direktverbindung ziehen können. Ah, nein, ist er nicht. Was? Nein, keine Flagge. Können
können wir mit einem Soldaten wieder angreifen. Läuft. Dich lasse ich nur stehen, weil das Lagerhaus von dir abhängt, für den Moment. So. Okay, wie viele Soldaten haben wir hier? 3. Hier ist aber noch kein Angriff möglich. Aber ein paar Soldaten kommen jetzt gerade Stück für Stück hier rüber. Hier könnte wieder einer angreifen.